Hallo Minecraft-Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft. So, wir haben in der letzten Folge hier diesen Baum gefällt und haben gehofft, dass da jetzt Saplings rausfallen. Ich frage mich nur, ob da Dschungel-Saplings rausfallen, weil es war eventuell kein Dschungelbaum. Deswegen fällen wir am besten den hier auch noch. Hier sind verdammt viele Lianen dran. Aber das macht mir gar nichts. So, jetzt versuchen wir irgendwie da hochzukommen in diesen Lianen, aber das klappt natürlich nicht. Ich könnte versuchen, hier hochzukommen. Dauert ein bisschen, dass wir oben ankommen. So, dann fällen wir hier mal in den Baum rein. Ja, das dauert noch länger. So, aber jetzt zu hoch. Zu hoch. So, haben wir ihn. Den fällen wir jetzt weg. Und dann sollten ja irgendwann Saplings runterfallen. Denn wir wollen ja noch diesen einen Baum dahin pflanzen. So, hätten wir hier unten, könnten wir eigentlich einen Ast drin lassen, damit das nicht despawnt, ne? Das stimmt, das können wir natürlich machen. So, bitteschön. Aber oben soll natürlich die spawnen. Und möglichst sollten auch Saplings darunter fallen. Das wäre fantastisch. Ja, und das war ein falscher Baum, wie man sieht. Das ist ein falscher Sapling. Den können wir nicht gebrauchen. Naja. Vielleicht sollte ich mal so einen großen Mammutbaum fallen. Also nicht nur so klein, sondern richtig großen Vierer. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Minimap, ne? Ist euch auch schon aufgefallen? Wo auch immer sie geblieben ist. Naja. Macht ja nichts. Ja, du Schaf. Wird schon wieder dunkel. Ach du Scheiße. Jetzt merke ich mir auch niemals, dass ich hier den Baum gefällt habe. Und dann landen die ganzen Saplings hier und keiner kann sie aufheben. Aber es landen hier keine Saplings da, so wie es aussieht. Kein einziger. Ist das traurig. So, dann versuchen wir mal zurück wieder ins Bett zu kommen. Oh, hier ist irgendwo eine Höhle. Ach komm, da hoch jetzt. Und gleich sehe ich wieder nichts. Ich kenne das ja schon von dem Dschungel. Oh, ich gehe mal lieber außen rum. Das ist ja auch schön hier, wie das überhängt über das Wasser. Das ist ganz cool. So, hier, das kennen wir. Die Nacht kommt aber auch immer irgendwie plötzlich hier. Das ist echt unglaublich. Das ist ein Ozelot. Oder wie auch immer sie heißen. Ich habe nur leider gerade keinen Fisch dabei. Rennt mal schön weg. Genau. Habt ihr was zu tun. Tschüss. War das ein kleines Ozelot? Ja, Mama und Baby. Ja. So, ich komme normalerweise von... Da ist ein Creeper. Schön. Zombies und Creeper sind natürlich schon wieder wach. So, wo muss ich denn hin? Im Dunkeln erkennt man das immer sehr schwierig. Dieser Baum müsste es sein. Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss oben nur am besten die Tür zu sein. Perfekt und gute Nacht. Oh, schon wieder morgen. Habe ich kaum Zeit, was zu trinken. So. Bäume fällen waren wir eigentlich. Tür zu, ich muss ja noch einen Schalter einbauen, glaube ich. So. Und diesen Gang bin ich auch schon lange nicht mehr gegangen, ne? Upp, bin ich schon wieder genauso runtergefallen wie letztes Mal. Was ist denn hier? Direkt runter. Achso, da habe ich die Erde angebaut, deswegen steht die so ein bisschen über. Da habe ich den Baum gefällt, genau. Falsche Saplings. Und keine richtigen. Okay. Das heißt, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter hier rüber. Einfach mitten in den Dschungel rein. Und dann suchen wir uns einen hohen Baum, einen Vierer, und fällen den mal. Und hoffen, dass da dann Saplings bei rauskommen. Und zwar den hier. Ne, der ist ein bisschen zu groß. Hier müssen wir auch erstmal hochkommen, um da irgendwas zu fällen. Hier geht's doch hoch. Das ist nur ein Eintöner. Hier komme ich auch nicht hoch. Das Gras, ne, das Gras wollte ich schon sagen. Die Blätter mal hier oben weg. So, und dann schauen wir mal, was hier so noch wächst. Schön, wie die ganzen Berge so richtig grün bewachsen sind. Falscher Baum. Den da möchte ich fällen. Warum gerade den? Weiß ich auch nicht. Er biegt sich gerade so an. Er hat sich so gezeigt.
Ups. So, müssen wir noch da hinkommen, schnellstmöglich. Ja, jetzt geht natürlich überall runter. Da ist eine Höhle da unten. Mhm. Hätte ich jetzt eine Minimap, würde ich es mir merken. Naja, man kann nicht alles haben im Leben. So, was machen wir hier? Dann können wir einfach mal so mit ein paar Raumstämme raus, wollte ich sagen. Brauchen wir gar nicht. Ein einziger reicht schon. So, wo ist dieser Baum, den ich mir jetzt gerade aufgesucht habe? Welcher war das denn? Der stand doch ziemlich alleine. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. War das... Jetzt ist der Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich wollte ja nicht, dass er so viele Verästelungen hat. Hm, der muss doch hier gewesen sein. Der da oben vielleicht? Das sah zumindest aus, als würde er alleine stehen. Das heißt natürlich hier im Dschungelbiom gar nichts. Der da war das, glaube ich. Genau, der hier. Der ist ja schon groß da oben. Ob ich da die ganzen Äste wegkriege, ist natürlich noch fraglich. Wir versuchen jetzt erstmal nach oben zu arbeiten. Indem wir einfach hier diesen Baum wegschlagen und den hier. Das ist ja ein großer Baum, ne? Der rechts, der in dem Bild so ein bisschen hüppen sät gerade. Ich weiß, ich könnte die Shift-Taste gedrückt halten, aber das mache ich gerade nicht. So, wisst ihr Bescheid. So, dann arbeiten wir uns hier mal fachmännisch nach oben. Lalalala. Der muss auch weg. Nicht zu viel weg machen, nicht, dass wir nicht nach oben kommen. Und den Rest machen wir dann beim Runtergehen kaputt. Wie groß ist denn dieser Baum? Schon groß, ne? Gleich müsste ich oben sein. Fachmännisch, wie ich diesen Baum fälle, oder? Das ist echt... Ah, wir sind oben. Gut, wir müssen nur jede einzelne Verästelung natürlich auch rausschlagen. Hier oben ist, glaube ich, keine. Ich gehe einfach mal hoch, gucken wir das mal an. Ne, hier sehe ich keine, höchstens hier vielleicht. Ne, ist auch nichts, okay. Dann können wir hier jetzt runtergehen. Fachmännisch machen wir hier beim Runtergehen den Baum weg. Aber hier ist natürlich eine Anwucherung. Da müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Da. Ist das schon alles oder sind da noch mehr? Da ist noch zwei Äste. Die müssen natürlich raus, sonst die spawnt der Baum nicht. Da ist auch noch was. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen hier auf diesen despawnenden Baum. So, das müsste alles gewesen sein, ne? So, und ich hoffe, du lässt genug Siblings fallen, du Baum. Sonst hätte ich dich ganz umsonst gefällt. Das wäre ja unschön. So, hier haben wir angefangen, genau. Und hier fällen wir den Baum einfach runter. Ah, das ist, da ist noch welche dran. Verdammt. Jetzt ist meine Axt auch noch kaputt. Nee, oder? Ah, na komm, es sind ja nicht mehr so viele. Den weg. Und den weg. Ja doch, ich muss doch ganz nach unten, ne? Scheiße. Habe ich Stein dabei? Habe ich Eisen dabei? Nein, natürlich nicht. Ich könnte mir noch Holzaxt bauen. Schön. Da freut sich der Mensch. Oh, ich habe zumindest ein Zipfling gekriegt. Das ist ja schon mal was. So, die spawnt ist da auch noch alles oder nicht mehr? Da ist noch ein Holz. Verdammt. Komme ich da dran von hier aus? Nein, natürlich nicht. Heißt, wir müssen mal eben kurz hier so einen anbauen. Und dann würde ich da dran kommen. Genau. Gut. So, das hätten wir. So, wir benutzen zum Runtergehen einfach die alte Handkante. Alter, nee, das dauert nicht so lange. Das können wir nicht machen. Eine Crafting-Box kann man ja immer gebrauchen. So, sitzen wir einfach da drauf und dann machen wir uns eine schöne, geschmeidige Holzaxt-Spitzhacke. So. Dann machen wir die Crafting-Box natürlich direkt wieder mit. Das lassen wir nicht hier. Naja, viel schneller geht's nicht, aber immerhin. Merke, wenn man in den Dschungel geht, niemals ohne Axt. Oder Machete. Heißt hier da unten noch ein Zeppling, das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir schon zwei. Ich glaube, da ist sogar noch einer. Dann sind da sogar schon drei.
Ja, ich sehe schon noch zwei. Einen habe ich schon. Macht drei auf jeden Fall. Und das wäre ja schon fast der Mammutbaum, den wir haben wollen. Das alles nur, um das zu verschönern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, den nehmen wir mit. Den Film natürlich jetzt ganz sicher, dass jetzt nicht so einen komischen 2x2 Stift hier rumstehen. Das könnt ihr euch aber abschminken. Das machen wir nicht. So. Das auch noch. Und das da. Und das auch noch. Und den. Und den. Und den. Und den. Ist sehr spannend, hier, wie ich einen Baum fälle, ne? Ist ein bisschen großer Baum zum Fällen. Aber dafür haben wir dann auch genug Holz für die nächsten 100 Folgen. Wo hatte ich jetzt den anderen Zipfling gesehen? Da. So, voll runter. Genau. Ach, da unten sind genug. Ah, das ist gut. Das ist hervorragend. Ich habe mir aber auch einen großen Baum ausgesucht hier. So. Mal eben schnell das ganze Holz hier aufsammeln. Zack, zack, zack. Und hier auch. Eieiei. Und die Siblings nehmen wir gleich mit, wenn wir unten angekommen sind. Ist da oben schon alles despawned? Ja, so ziemlich. So, und ja, ist die Erde, wo der Baum drauf gewachsen ist. Okay. Natürlich nur so ein 4x4, 2x2 Erdblock, ne? Ja, klar. Wie willst du das denn erzählen? Ah, ne, da ist noch Erde, okay. So, wie viel haben wir jetzt hier gleich von? 7. Oh, schade. Ich hätte gern 8 gehabt. Und das ist ja echt schade. Du kommst auch mit. Hätte nicht nur einer mehr runterfallen können? Ist das schade. Ist da irgendwas runtergefallen? Da ist noch einer. Dede, 8, okay. 8, und jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ach du Scheiße. So, verdammt. Ich glaube, ich muss so in diese Richtung ungefähr. Oh, hier wäre auch schön gewesen für ein Baumhaus, Haus. So, ich muss ja nur irgendwie. Was ist das hier für ein Tümpel? Ist das mein Tümpel oder ist das irgendein neuer Tümpel? Nicht mein Tümpel. Oder? Hier sieht aus wie, als hätte ich hier schon mal einen Weg durchgemacht. Aber gut, ich bin ja schon hier auch ein bisschen schon im Dschungel hin und her gelaufen. Na toll, jetzt ist die Holzachs kaputt. Na gut, dann schlagen wir uns mit der Handkante hier durch. Ist kein Problem. Kürbis. Kürbis? Kürbis? Im Ernst? Scheiße. Ich muss auf jeden Fall aus dem Dschungel raus. Zur Not laufen wir drumherum. Dann kommen wir automatisch wieder dahin, wo wir herkamen. So, hoch mit dir. Und sind viel zu viele Höhlen. Wie tief geht das denn da runter, bitte? Nee, nee, nee. So. Ich hoffe, ich bin einigermaßen richtig gelaufen. Nein. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe gar kein Leben regeneriert. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung ich gestorben bin. Da hinten ist Schnee, glaube ich, erkenne ich. Okay. Ich beende mal hier diese Aufnahme und in der nächsten suche ich meine Items wieder. Tschüss.